wirklich was gebracht. Was? Ich hab das nicht so schnell lesen können. Ich krieg eine Nachricht. Was? SMS? WhatsApp? Guten Abend. Du meine Spezialtechnik so schnell gelernt hast. Und einfach ein guter Lehrer. Und du hast einfach sehr viel Talent. Reflektierung? Wenn du Wolfsandfaust einsetzt, kriegst du eine Reihe mächtiger Angriffe. Der Nachteil ist, dass du ungeschützt bist. Wenn du nicht triffst, setze sie nur ein, wenn du sicher bist, dass du triffst. Setze sie in einen echten Kampf ein, um sie in den Griff zu bekommen. Ich überlege mir so lange deine nächsten Aktionen. So, was machen wir? Ich attacke ihn. Ich muss den Weg. Alles aufs Knie. So, bei dem haben wir auch nichts mehr. Ja! Nicht. Anfänger ist auf dem... Ah, deswegen muss ich jetzt... Jetzt wahrscheinlich zu einer Schule, um das Level von ihm zu erhöhen. Und jetzt eine Abkürzung. Das kann ich der Knopf nicht drücken, Leute. So, ja, mal. Die hat eine... Die hat eine PQ für uns. Du wurdest für die wichtige Mission ausgewählt. Ich bin einer deiner besseren Kameraden. Was? Oh, ich glaube... Ich habe Text zu viel gefunden. Sie ist als Lernerin aus der Praxis und schone mich bloß nicht, nur weil ich eine Frau bin. Ich schone niemanden. Na los, zeig mir mal, was du kannst. Manchmal fordern dich Zeitsoldaten, die du in Quantum City triffst. Sein Kampf heraus. Dies sind starke Gegner, die dir einen Punkten einbringen. Wenn du einen besonders starken Zeitsoldaten besiegst, kann es sogar sein, dass du einen Dragon Ball bekommst. Na, das ist jetzt. So wie wenn man gegen Freunde kämpft oder so.
nicht mal hier so ein Ulti. Yay. Stieg. Hallo, Laufstieg. Das war jetzt ein simulierter 1 gegen 1 gegen Online-Gegner. Das ist wirklich so zäh, wie alle sagen. Das war ein toller Kampf. Es gibt viele Zeitsoldaten in Counter City. Wenn du mit einem sprichst, fordern sie sich die Elemente zu einem Kampf heraus. So wie ich gerade. Ja, aus Kämpfen bekommst du die Erfahrung, die du brauchst. Für Siege kriegst du möglicherweise sogar etwas Besonderes. Sprich mit so vielen wie du kannst, setze dabei dein Training fort und streng dich weiter an. Ja, Dragon Ball! Und dann hat der Welt und viel Sterne. Yep. Ja, das ist gut. Fortschrittstest können wir hier machen, aber wir wollen erstmal trainieren. Hallo, du gehörst also zu den Zeitsoldaten. Wie schön, dich kennenzulernen. Ich bin Colleen. Ich habe schon eine Zeit mir von dir erzählt. Du willst stärker werden, hä? Gut, ich werde tun, was ich kann. Ich kenne viele verschiedene Techniken. Wenn du Interesse hast, sag's mir einfach. Du willst, dass ich dir eine neue Technik beibringe? Gerne, aber zuerst muss ich dich testen. Lass uns einen Übungskampf austragen. Du arbeitest für die Kaioshin der Zeit, also wirst du bestimmt zäh sein. Aber ich will selbst wissen, was du zu bieten hast. Was sagst du? Wollen wir eine Runde kämpfen? Ermahnung. Was soll ich mit Ermahnung? Du, so geht das nicht. Fokussiert an den Willen und stellt 200 Ausdauer wieder. Let's see how you do against me. Give me all you got. This is a good chance to practice the technique I just taught you. Brauchst du nur noch eins zu sehen. That wasn't too shabby. Ja. I think you might have what it takes. So, Superangriff Ermahnung. Sieht aus, als könntest du was mit deinem Training anfangen. Ich bereite Lektionen vor, die deiner Stufe entsprechen. Trainier Bazaar. Keine Pause verstanden? Ich habe gleich noch ein. Hey! Ah, bist du ja. Ich habe gerade eine besondere Lektion für dich vorbereitet.
nächstes bringe ich dir die Oberhand. Wenn du interessiert bist, sag's mir. Was ist er? Auch er ist auf eine Fingerstufe aus. Dann will ich mal. Greetings. Hallo, du redest mich viel aus. Ah, hallo, ich weiß dein Freundlichkeit sehr zu schätzen. Ich kümmere mich um den Fortschrittstest und diese Einrichtung. Du kannst mich gerne testen. Hier widert sich hier die Unterrichtsstile der letzten Ausbilder der Geschichte. Manche Ausbilder erwarten eine bestimmte Mindeststufe, das solltest du im Hinterkopf haben. Mach keine Sorge. Ab und zu erhältst du die Möglichkeit, einen Fortschrittstest abzulehnen. Sprich mich an, wenn du einen Fortschrittstest ablehnen kannst. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß. Greetings! Piep, piep, du kannst jetzt einen Fortschrittstest ablehnen. Wenn du einen Test bestehst, erhöht sich deine Rang und du erhältst dir zu weiteren Ausbildungen. Dann möchtest du einen Fortschrittstest ablehnen. Ladung habe ich schon. Spiel hat die Ruhe schon. Das heißt, ich muss alle drei in den Arsch treten. Nee, alle vier. Trainer gleich. Das heißt, ich trainiere bei allen gleichzeitig. Deswegen habe ich das nicht viel gebraucht. Ich werde jetzt mit dem Ja!
mi esco un Piccolo. Na, Piccolo. Alter, der hat zwei Leisten. Die Attacke aber cooler. Oder haben die das mit dem Teleport verwechselt? Haben das mit dem Teleport verwechselt? Yay! Was? Gleich mal so drei Level aufgestiegen. Damit haben wir die nächste Stufe erreicht. Und danach, dass du das schon. Du kannst jetzt Unterricht bei den Ausbildern anbieten. Du solltest den neuen Ausbilder begrüßen und den neuen verfügbaren zu nutzen. Und mit dem hier hey! Und brauchst du mich? Lehre mich! Was willst du lernen? Johann kommt natürlich, ne? Wirkt eine schnelle Serie von Angriffen dieser Technik ist ein bisschen schwer zum Gehen und daher bestens für Kombos geeignet. Der abschließende Angriff lässt den Gegner zu Boden gehen. Alright, it's time to train. Use what I taught you to try to beat me. Relax, I said you should try to beat me. We're just sparring, alright? Like I should start fighting was a little more zum seriously myself. Das war nicht eine gute Kombo. Das war eine gute Kombo. Great work. That's wow. Enough for now. You know, you're a lot better than I was when I started training. I look forward to seeing just how far your potential will carry you. Verteilen können.